Die Freiheitlichen fordern, dass das Land die Regulierung der Treibstoffpreise selbst in die Hand nimmt. Die Möglichkeit dazu sei gesetzlich gegeben. Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber. Südtirol hat die Möglichkeit, und zwar schon seit Jahrzehnten, bei den Treibstoffpreisen aktiv zu werden und sie zu senken über verschiedene Möglichkeiten. Einmal das, was jetzt schon praktiziert wird für grenznahe Gemeinden, dass man also diese Reduktion der Treibstoffpreise für die Bürger auf das ganze Landesgebiet ausweitet und dann mittelfristig auch, was die Akzisen betrifft. Und hier muss die öffentliche Hand Verantwortung übernehmen, denn viele Menschen können es sich nicht mehr leisten, noch mehr zu sparen.